Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. An meiner Seite Christian Eckerlin. Danke dir erstmal für die Zeit, mein Lieber. Wir sind heute in Stuttgart. Die Halle ist voll, die Stimmung ist großartig. Jung wird kämpft. Bald bist du wieder dran. Wie geht's dir? Wie läuft dein Training? Mir geht's gut, Gott sei Dank. Training läuft hervorragend. Wir sind gut in der Zeit, haben noch ein bisschen dahin. Aber es freut mich, jetzt zurück nach Stuttgart zu kommen. Vor einer vollen Hütte. Es ist einfach brutal, wohin der Sport gekommen ist in Deutschland. Hast du auch selber schon mal in Stuttgart gekämpft, bei einer anderen Organisation? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich war hier auf vielen Kämpfen, Felix Sturm und so weiter. Aber jetzt in Stuttgart selber leider noch nicht. Heute kämpft Jungwirth. Das ist der Kampf, für den sehr, sehr viele Leute hier sind. Der Kampf zwischen euch wurde oft ins Spiel gebracht, in den Raum geworfen. Wenn Jungwirth heute siegreich aus dem Kampf rausgehen sollte, und es gehört vieles mehr dazu, dass ihr beide auch verletzungsfrei seid, du glücklicherweise dann auch den nächsten Kampf voraussichtlich gewinnen wirst, kannst du dir dann dieses Matchup vorstellen für Deutschland? So, ich denke immer von Kampf zu Kampf, und jetzt ist erstmal der vierte, fünfte dran. Was danach kommt, das steht alles noch in den Sternen. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Aber natürlich hat man das im Hinterkopf irgendwo. Das war ja angesetzt, wenn er gegen Pyrologos gewinnt, ja, dass ich gegen ihn in Köln kämpfe. Das war so angesetzt. Ist nicht passiert, so wie es manchmal im Leben ist, leider. Dafür haben wir einen kranken Kampf in Köln hingelegt gegen Apollo. Von daher kann alles passieren im Leben. Du hast gerade Pyrologos schon angesprochen. Islam Dulatov hat letztes Mal, war das in Oberhausen? Ja, Oberhausen, ja. Oberhausen, gegen Pyrologos gekämpft. Super ausgesehen. Hart erkämpft der erste Runde. Der Typ ist tough, du weißt es selber, du hast gegen ihn gekämpft. Was sagst du zu dem Kampf? Oh, für Islam ist es ja Neuland gewesen, glaube ich, über ein, zwei Minuten zu gehen oder drei Minuten, keine Ahnung. Er hat super gemacht, hat super umgesetzt. Aber man sieht dann schon, man muss dann mehr machen, wie es normal ist, weißt du, auf europäischem Level. Aber ich habe dir schon von vornherein gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe mit ihm trainiert. Er ist ein Talent, er ist noch sehr jung und er hat noch alles vor sich. Von daher war das schon auf jeden Fall ein richtig guter Gegner, den er weggehauen hat. Und sprich für ihn. Islam hat auch mehrmals Jungwirth herausgefordert, hat den Kampf auch im Nachgang gefordert. Ich finde, in Deutschland ist es viel weniger der Fall geworden, dass deutsche Matchups zustande kommen und dass, ich sag mal, der Talk um Kämpfe zu veranstalten ein bisschen weniger geworden ist. Der Kampf wäre sehr interessant, meiner Meinung nach, weil Islam ja genau den Mann geschlagen hat, an dem Jungwirth gescheitert ist. Was würdest du zu diesem Matchup sagen? Ja, ich sag's ehrlich, ich bin kein Freund von deutsch-deutschen Kämpfen. Wir kämpfen international, wir sind auf einer internationalen Veranstaltung. Ja. Natürlich, wenn es größere Events gibt, machen so Kämpfe dann halt Sinn, ne? Ja. Ist ja ganz klar. Aber ich bin selber kein Freund von deutsch-deutschen Kämpfen. Die deutschen Kämpfer sollten zusammenhalten und vielleicht, keine Ahnung, wie es früher in Amerika war, die sind rumgereist und haben zusammen trainiert. Ja. So wie es heute war, Mo Krabinski ist zu uns ins Spirit gekommen und haben zusammen trainiert. So muss es normalerweise sein. Aber in Deutschland ist da noch ein bisschen das Ego-Problem. Nee, ich gehe da nicht hin, weil ich da nicht hin. Das ist Kindergarten, ne? Ich meine, ich bin persönlich am Ende meiner Karriere, ich habe vielleicht noch zwei, drei gute Jahre und dann setze ich für mich ein Ende. Aber ich glaube, das wird in Deutschland nicht passieren. Deswegen, aber dann müssen die Kämpfe kommen, dann sollen sie halt kämpfen. Aber ich bin auch keiner, der jetzt jemanden herausfordert oder Trash Talk macht. Da aus dem Alter bin ich raus. Ja. Islam hat nach dem Kampf Apollo herausgefordert als Rache für dich, sag ich mal. Was sagst du zu dem potenziellen Matchup? Also Apollo ist ja schon im Turnier da jetzt drin, aber trotzdem. Gott sei Dank kann ich meine Sachen alleine klären, brauche ich niemanden dafür. Aber natürlich, das ist ja ein Ansatz gewesen für ihn, dann gegen ihn zu kämpfen. Aber du siehst ja, wo der Weg hingeht. Apollo kämpft jetzt, ich sag mal, ein Halbfinale um einen Titel. Ne? Wer das gewinnt, kämpft dann um den Titel. Ich denke auch, das macht mehr Sinn für ihn. Er ist so ein erfahrener Kämpfer. Wie gesagt, und ein sehr starker Kämpfer, das darf man nicht vergessen, das unterschätzen, glaube ich, viele. Aber ich glaube, nach dem Kampf haben viele gesehen, dass er auf jeden Fall, er kommt aus Amerika, American Top Team, er hat das Top-Level einfach. Dein Gegner, wir haben es auch gerade schon diskutiert, ist ein, was ich selber nicht wusste, 7-Kampf-Siegesserie anscheinend. Ja? Habe ich auch nicht gewusst. Ja? Hat Jungwirth auch bereits geschlagen in einem hart erkämpften Kampf. Wie stellst du das Matchup vor? Ist wie gesagt ein Brawler, der kommt nach vorne, er bringt den Kampf zu dir, du magst sowas ganz gerne. Wie stellst du dir das Matchup vor? Ich sag's immer wieder, ich bringe den Kampf zu den Leuten, egal wie. Der rennt da gegen eine Wand, das hat er noch nie gespürt, diese Schläge, diese Power, diese Dynamik, Schnelligkeit. Ich glaube, damit kann er nicht handeln. Und
viel in Bewegung bleiben und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich mache mir aber keine Gedanken eigentlich über den Gegner. Natürlich guckst du deine Schwächen, Stärken, aber ich bringe den Kampf und ich bringe meine Stärken rein. Und das ist das eigentlich das Einzige, was ich schon meine ganze Karriere durchgespielt habe. Ne? Ich bin nicht einer, der sagt, oh nee, der macht das. Nein, ich gehe da rein. Das hat man gegen Apollo gesehen. Viele haben gesagt, hey, let's go, geh nicht mit dem auf den Boden und so Sachen. Und dann habe ich mir, wo er dann unten war, wo aus dem Hilo gerade, da sage ich, ich gehe runter. Es macht mir nichts. Weißt du, wir sind alle MMA-Kämpfer, jeder muss seine Linie da durchboxen. Und wie gesagt, ich gehe da rein, ich mache mein Ding und gehe als Sieger raus. Nächste Woche ist es, glaube ich, soweit. NFC, Max Koga und viele aus deinem Gym, MMA Spirit, sind auch da am Start. Auf welche Kämpfe freust du dich da am meisten? Du, wir haben, glaube ich, 6 Kämpfer. Raul, Fedor, David, Patrick, Max und Max Heine, ganz genau. Mhm. Ich freue mich auf jeden Kampf. Und ist natürlich auch geil, eine andere Veranstaltung, 6.000 Zuschauer. Ich meine, du siehst, wo die Reise hier hingeht, ne? Und das darf auf jeden Fall nicht abreißen, dass wir die Jugend und da, also ich will nicht sagen die Jugend, aber die jüngeren Kämpfer da auf jeden Fall pushen und da hingehen. Ist ausverkauft, wie ich gesagt habe. Ist doch was Geileres, gibt's doch gar nicht. Eine Frage hätte ich noch. Der Gegner von Max hat ja eine, ich sag mal, kontroverse Art gesucht, um Max herauszufordern. Was sagst du zu dieser Aktion? Durch. Wie gesagt, ich bin aus dem Alter raus. Das ist nichts für mich. Ich glaube, man muss das ein bisschen mit Respekt behandeln, wenn jemand vor deine Haustür geht. Ich weiß nicht, wie ich das... Aber ich denke, die Rechnung wird dann am 30. gemacht. Und Max Heine hat ihn schon ausgenockt. Und ich denke, Max Koga wird ihn auch ausknocken. Christian, danke dir für die Zeit, mein Lieber. Hat mich sehr gefreut. Danke.